Herzlich willkommen. Heute beginnt, ja, ich würde mal sagen, ein Blog bestehend aus ungefähr 9 Seminaren zum Thema Spendenquittungen. Ja, beliebtes Thema fast in allen Vereinen, bei sehr vielen Vereinen mit viel Aufwand versehen, bei einigen, die NetXP-Verein nutzen, dann eben mit etwas weniger. Grundlagen will ich jetzt mal ein bisschen ausholen, weniger die Grundlagen im Programm, zu denen kommen wir aber natürlich auch noch, sondern damit ganz grundsätzlich eben Grundlagen eventuell zu Spendenquittungen. Das heißt, wann wird eine Spendenquittung erstellt, welche Arten von Spendenquittungen gibt es? Arten an Spendenquittungen gibt es jetzt zum Beispiel eine Geldzuwendung, das heißt, also ein Mitglied spendet bar oder eben per Überweisung oder vielleicht sogar per Lastschrift Geld direkt auf eine Kasse oder ein Konto des Vereins ein. Das ist schlicht und ergreifend eine Geldzuwendung. Das ist die liebste Spende, die ein Verein haben kann oder haben will. Das nächste ist dann auch ebenfalls eine Spende, und zwar eine sogenannte Sachspende. Das bedeutet, eine Sachspende ist eine Art von Spende, bei der eine bestimmte Ware den Besitzer wechselt. Beispielsweise ein Unternehmer spendet den gebrauchten Rasenmähertraktor aus seiner Firma dem Verein. Das heißt, in diesem Fall fließt kein Geld, sondern der Rasentraktor ändert eben einfach seinen Besitzer. Und für diese Transaktion, für diesen Besitzwechsel, wird eben eine sogenannte Sachspendenquittung ausgestellt. Vielleicht sei hier angemerkt, aber zu dem kommen wir auch später dann gleich nochmal, bitte versuchen Sie immer auch aus einer Sachspende eine Geldspende zu machen, denn das wird vom Finanzamt auch wesentlich lieber gesehen, weil es einfach, ja, ist einfach besser zu kontrollieren. Von dem Konto A gehen 50 Euro weg auf das Konto B, das kann ich wunderbar kontrollieren, und bei einer Sachspende ist das immer etwas schwieriger. NetXP-Verein kann natürlich grundsätzlich Spendenquittungen erstellen, und zwar vollkommen automatisch, egal ob aus einer Kassenbuchung oder aus einer Bankbuchung. Und hier gibt es dann auch noch einen Sonderfall von sogenannten Geldzuwendungen, und zwar sind das sogenannte Geldzuwendungen über einen bestimmten Zeitraum, was es so meist bei karitativen Vereinen zutrifft. Das heißt, viele karitative Vereine haben also sogenannte Dauerspender. Das heißt, das sind also Menschen, Personen oder vielleicht sogar Personen, Gesellschaften, die eben monatlich oder vierteljährlich oder halbjährlich eben einen Betrag X spenden. Um das Ganze übersichtlicher zu gestalten, ist es natürlich hier nicht ratsam, zum Beispiel bei einer monatlichen Spende pro Monat eben eine Spendenquittung über diesen monatlich gespendeten Betrag zu erstellen, sondern eben das Ganze zu sammeln. Und das geht dann eben in Form einer sogenannten Geldzuwendung mit Zeitraum. Das heißt, dann ist die erste Seite ist eben dann die entsprechende Geldzuwendung, auf der eben diese 12, in dem Fall in unserem Beispiel 12 Monatsbeträge summiert werden. Und auf der zweiten Seite stehen dann die ganzen Einzelpositionen, die eben zu dieser Summe führen. Es ist so, dass in den letzten Jahren dieses Aussehen von Spendenquittungen sich stark verändert hat. Also das heißt, vor 15 Jahren waren fast noch keine Informationen auf so einer Spendenquittung vom Gesetzgeber vorgeschrieben. In den letzten Jahren sind deren Pflichtinformationen immer mehr geworden. Das hat uns dazu veranlasst, eben bei der letzten Änderung zum 01.01.2014 einen eigenen Punkt in den Optionen einzuführen. Und egal welche Art von Spendenquittung Sie erstellen wollen, das heißt also, oder werden, das heißt also, egal ob Geldspende oder Sachzuwendung, bitte machen Sie immer Folgendes: Sie müssen immer unter Verwaltung diesen Punkt Optionen auswählen, also im Hauptmenü Verwaltung, Optionen. Herr Neumann, Sie sehen es, oder? Oder ist es immer nur so langsam? Ja. Okay, dann eben hier oben das Register Finanzdaten wählen, und in diesem Finanzdaten gibt es wieder ein Unterregister Spendenquittungen. Genau, und das muss hier alles ausgefüllt werden. Ich habe übrigens auch schon etwas vorbereitet. Ich muss das jetzt mal nur ganz kurz öffnen im Hintergrund. Und zwar habe ich jetzt mal, ja, einen geschwärzten Freistellungsbescheid, aber zu dem kommen wir gleich noch. So, also zuallererst mal muss ich hier den Aussteller angeben. Sie können das Ganze also mit Enterzeichen machen, TC Test Verein. Sie können aber auch hier einen Bindestrich reinmachen, meine Straße. 15 in
Wie sind meine Finger wieder entglitten? Genau. So. Und jetzt dann eben zum sogenannten steuerbegünstigten Zweck. Das Ausstellen von Spendenquittungen macht nur dann Sinn, wenn der Verein eben steuerbegünstigt ist. Das heißt also, wenn die Körperschaft durch die Freistellung berechtigt ist, Spenden zu erhalten. Wenn Sie nicht wissen, ob Sie berechtigt sind, Spenden ausstellen zu dürfen, dann folgendes. Es gibt vom Finanzamt einen sogenannten Freistellungsbescheid. Bei Gründung des Vereins oder bei der Verlängerung eines Freistellungsbescheids wird Ihnen dieser immer zugestellt. Sie sehen, ich habe den also geschwärzt, denn das ist mein eigener oder einer meiner Freistellungsbescheide. Und hier auf diesem Freistellungsbescheid steht eben auch drauf, ob Sie berechtigt sind, Spenden, Quittungen oder Zuwendungsbestätigungen auszustellen. Sie sehen das hier unten. Die Körperschaft ist berechtigt für Spenden, die ihr zur Verwendung für diesen Zweck zugewendet werden, Zuwendungsbestätigung nach amtlich vorgeschriebenen Vordruck. Und das ist schon mal ein absoluter Kernsatz, § 50 Absatz 1 ESTDV auszustellen. Und hier unten steht eben dann noch, wo man eben dieses Muster erhält, aber um das brauchen Sie sich nicht zu kümmern, das haben wir schon für Sie gemacht. Das heißt also, diesen Freistellungsbescheid, wenn ich habe und das hier drin steht, dann darf ich Spendenquittungen ausstellen. Wenn Sie keinen Freistellungsbescheid haben oder einen Freistellungsbescheid haben, bei dem dieser Passus hier unten fehlt, können Sie natürlich trotzdem Spendenquittungen ausstellen, nur diese Spendenquittungen sind für den Spender praktisch wertlos, denn die können beim Erledigen seiner Einkommensteuererklärung nicht angerechnet werden. Das heißt, natürlich darf der spenden, aber er hat eben keinen steuerlichen Vorteil aus dieser Spende. Wobei es ja so ist, dass natürlich dieser steuerliche Vorteil aus einer Spende sich folgendermaßen berechnet, eben wenn ich Spendenquittungen ausstellen darf, beispielsweise Person A spendet an meinen Verein 100 Euro, das bedeutet bei einem circa Steuersatz also fangen wir erstmal an, 50% dieser Spende werden dann vom sogenannten Bruttoentgelt abgezogen. Das heißt, wenn also derjenige 100 Euro spendet, 50% davon sind ungefähr 50 Euro, oder sind genau 50 Euro. Das heißt, die werden abgezogen und dann gehen wir mal vor einem Steuersatz von, ich sage jetzt mal 50% aus, wo hoffentlich so viel niemand zahlen muss. Doch, hoffentlich müssen alle so viel zahlen, weil dann verdient jeder richtig viel. Wenn wir also dann von einem Steuersatz von 50% ausgehen würde, das würden also 25 Euro im Endeffekt übrig bleiben. Das heißt also, wenn man einem Verein 100 Euro spendet, dann hat man selbst dann eben einen Vorteil von ungefähr 25 Euro bei diesen angenommenen jeweils 50%. Das heißt, 75 Euro bin ich also dann am Schluss sicher tatsächlich ärmer. Auch in diesem Freistellungsbescheid steht eben auch dieser sogenannte steuerbegünstigte Zweck. Steht also hier, die Körperschaft fördert folgende gemeinnützige Zwecke, Förderung des Sports. So, und genau das schreiben Sie dann hier rein. Also, Förderung des Sports beispielsweise. Es gibt übrigens eine Liste mit deren 25 Freistellungsgründen. Wie gesagt, schauen Sie im Freistellungsbescheid nach, hier steht es dann immer genau richtig drin. Und die Förderung des Sports ist in diesem Paragraph 52 Absatz 2 Nummer 1, Entschuldigung, Absatz 2 Satz 1 Nummer, ist die Nummer 21 der Freistellungsbescheide. Das heißt, Sie müssen, aber nicht eben auch eventuell hier reinschreiben, nach welchem Paragraph das Ganze freigestellt wurde. Das heißt also nach Paragraph 52a, 52 Absatz 1, 2, ich komme da jedes Mal durcheinander, Nummer 1, Schmarrn, Absatz 2, Satz 1, also Absatz 2, Satz 1, Nummer 21 der Abgabenordnung. Das können Sie, wie gesagt, reinschreiben, müssen Sie aber nicht. So, dann, wer ist das ausstellende Finanzamt? Das würde also hier oben stehen normalerweise, Finanzamt jeweils, ja, wer eben für Sie zutreffend ist. Dann, die Steuernummer steht ebenfalls hier unten, dann muss also eben auch hier die entsprechende Steuernummer angegeben werden. Keine Ahnung.
Dann das Freistellungsbescheid-Datum. Also Sie sehen, das können Sie alles wunderbar von diesem Freistellungsbescheid runterlesen, eben auf welches Datum eben dieser Freistellungsbescheid hier oben rechts ausgestellt wurde. So, und jetzt etwas, das eben neu ist in 2014, der sogenannte Veranlagungszeitraum, und den finden Sie hier unter der Überschrift Freistellungsbescheid. Das heißt, für die Jahre 2010 bis 2012, auch das muss hier erfasst werden, von 2010 bis 2012. Ja, und so eine Spendenquittung muss natürlich unterschrieben werden. Und hier unten wählen Sie eben noch aus, welcher Ort bei Unterschrift stehen soll. Also ich sage jetzt mal Teststart, Komma, den Datum und dann Unterschrift, welcher Ort eben hier stehen soll. Das ist natürlich zu 99,9% der Ort des Vereins. Jetzt ist noch Folgendes anzumerken. Hier unten können, müssen, sollen Sie noch eben verschiedene Auswahlen treffen. Ist Ihr Verein ganz neu? Das heißt also, Sie haben noch keinen richtigen Freistellungsbescheid, sondern einen sogenannten vorläufigen oder eine vorläufige Voraussetzungsfeststellung. Dann erhalten Sie ein gesondertes Schreiben, das ebenfalls fast genauso ausschaut wie ein Freistellungsbescheid. Wenn Sie so ein Schreiben haben, aber keinen Freistellungsbescheid, müssen Sie das hier ankreuzen und das entsprechende Datum eintragen. Wenn jemand einen Freistellungsbescheid hat, braucht er das natürlich nicht. Und hier unten muss eben noch angegeben werden, es handelt sich um den Verzicht auf Erstattungen, auf Erstattung von Aufwendungen. Das heißt zum Beispiel, Mitarbeiterin im Verein, der stehen 500 Euro zu und sie ist auch angemeldet, aber sie sagt zum Beispiel, auf 100 Euro dieser 500 Euro will ich verzichten, dann wäre es ja im Endeffekt eine Erstattung von Aufwendungen. Würde ich niemals ankreuzen. Auch ist es möglich, oder auch sollten Sie immer darauf achten, dass es bestätigt wird, dass es sich nicht um Mitgliedsbeiträge handelt, insbesondere dann, wenn Sie eben als Beispiel Förderung des Sports drinstehen haben. Denn sobald Sie hier oben stehen haben zur Förderung des Sports, wird eine Spendenquittung abgelehnt, wenn hier kein Haken drin ist. Das heißt, bei Sportvereinen darf der Mitgliedsbeitrag niemals als Spende angesehen werden. Und hier gibt es auch deren noch mehr Vereine im Zweifelsfall einfach beim Finanzamt nachfragen, ob sie für Mitgliedsbeiträge Spendenquittungen ausstellen dürfen. Das ist nämlich gar nicht so einfach. Das sind bestimmt 10 Seiten mit Regelungen, wer hier und wer hier nicht und warum hier nicht. Also immer dann bitte bei Ihrem entsprechenden Finanzamt nachfragen. So, ich in meinem Fall bestätige, dass es sich nicht um einen Mitgliedsbeitrag handle und speichere das Ganze. Und jetzt im Moment sind wir also dann schon fertig, eben für später schon mal Spendenquittungen ausstellen zu können. Das wiederum ist aber ein eigenes Seminar und deshalb würde es mich freuen, wenn wir uns gleich wieder hören würden. Oder gibt es hierzu noch Fragen? Nee. Dann bis gleich.